So, meine lieben Leute, lasst geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Wieder mal erstmal eine kleine Werbung, ja. Ich glaube, ich muss das auch mal mit einem Werbungsdings versehen, obwohl ich dafür nicht bezahlt werde, dass ich diese Werbung hier mache. Aber wir machen es trotzdem dieses Mal. Erstmal hallo, ne? Danke für die bis jetzt gekauften Artikel. Sind insgesamt 8 an der Zahl. Ich muss mal meinen Spielesponsor fragen, ob ich das mal zeigen darf, damit ihr auch seht, dass ich mich nicht daran bereichern möchte, ne, und wie viel ich dann kriege pro verkaufte Sachen. Ich möchte einfach nur euch was Gutes tun und euch einfach nur aufzeigen, wie gut GamesPlanet.com eigentlich ist, ja. Wir haben hier Weekend-Deals, gibt's wieder jede Menge coole Spiele, die man hier am Wochenende fast for free bekommen kann. Zum Beispiel hier diese Black Mirror-Teile, Anno 1701, ja. Dann die ganzen Alien-Sachen plus DLCs, ziemlich günstig. 4, 1 und 2 lohnt sich auf jeden Fall, würde ich beides besorgen. Alpha Protocol ist auch sehr gut, zwar schon etwas älter, aber trotzdem immer noch ein sehr geiles Game. Und was ich euch empfehlen kann, falls ihr Interesse daran habt, Binary Domain, ja. Habe ich früher als Let's Play auf meinem YouTube-Kanal gemacht, das war 2012. Ist ein sehr cooles Game gewesen, war auch von den Aufrufen tatsächlich sehr erfolgreich. Ich hatte früher sogar weniger Abonnenten, viel weniger, und ich habe trotzdem auf jedes Video 300 gekriegt. Ich würde mir das natürlich bei jedem Let's Play, was ich mache, wünschen, weil gerade läuft ja auch noch 4.3 und so ein Käse, ne? Aber man kann nicht alles haben. Deswegen schaut da rein, gibt gute Spiele gerade. So, und jetzt machen wir hier weiter, liebe Freunde. Wir haben jetzt nämlich die Queen. Ja, schrei mal ruhig, die ist nämlich wieder am Start. Wir haben die ersten Wände hier oben bis Level 9 und hier ein paar schon auf Level 11 gezimmert. Das Goldlager ist bald fertig, das Elixierlager ist durch. Das Elixierlager und das Elixierlager läuft. Das heißt, dann sind wir durch und haben 10 Millionen Kapazität. Ne? Und wir müssen jetzt weiter ein bisschen Dunkles farmen, weil unsere Tunnelgräber sind jetzt Level 4. Kommen bald auf Level 5, aber erstmal mache ich jetzt die Lava-Hunde, weil ich gerade viel mit Lava-Loon angreife und wir schauen mal. Wenn das zu lange dauert, die Suche, pausiere ich das Video kurz, ja. Ich mache also keinen Cut, ich mache einfach nur das Video Pause und dann warte ich, bis wir was finden und dann drücke ich wieder Play, wenn es einfach zu lange dauert. Deswegen, es dauert zu lange, also bis gleich. So, und da sind wir wieder und wir haben einen gefunden, genauso was suchen wir. Der Typ ist komplett leer, also ausgelutscht, ja. Wir werden jetzt von der Seite hier mal angreifen. Wir gehen erstmal mit den King dann vor und mit der Queen hinterher. Und dann werden wir unsere Loons mal zum Angriff blasen. Aha, blasen. So. So, damit es hier mal ein bisschen flotter vorangeht. Machen wir hier dann auch mal Rage. Hier kommt unser nächster Rage. Wir müssen natürlich jetzt auch noch darauf achten, dass hier genug Rage ist, so. Und dann sieht der Angriff eigentlich schon ganz gut aus, ja. Wir gucken mal, dass wir hier nochmal freezen. Unsere Queen ist ein bisschen im Dilemma. Da müssen wir mal kurz Gas geben. Der King wird niedergestreckt. Unser King tankt jetzt hier, glaube ich, Bogenschützentürme. Nein, das sieht nur so aus, okay. Sorry, ich habe nichts gesagt. King wird jetzt gezündet. Natürlich wieder, Alter. Habt ihr gesehen, was für eine Lebensauffüllung der hat? Herrlich, ich liebe es. Ja, das ist ein sehr cooler Angriff. Der Typ hat wirklich alles. Bei dem ist alles AFK. Und das ist für uns eine Base, die wir suchen, ja. Wir haben jetzt über 500.000 bekommen. Nur für den Angriff. Und jetzt kriegen wir nochmal durch die Belohnung 200.000 dazu. Und das ist wirklich eine ganze Menge Holz. Und das brauchen wir auch, ja. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Na, der ist weg. Wir haben hier nur noch 3. Ist gut, wenn die gefokust werden hier. So ein bisschen, damit die Türme nochmal... Ja, die Kanone geht noch weg. Okay. Aber unser King fällt jetzt. Die Queen wird hoffentlich nicht sofort gefokust. Mist, doch wird sie. Ich habe gedacht, sie fokust den Turm. Ärgerlich. Werden leider keine 3 Sterne, aber wir haben den kompletten Loot. Und jetzt guckt euch das an hier oben. Hier wird nochmal 1000 drauf. Hier 200.000. Hier 200.000 oben drauf geballert. Ja, wir können das abbrechen. Boom. Ja, das waren jetzt... Dadurch haben wir jetzt 5.000 Dunkles gekriegt. 700.000. Ich meine, besser kann es nicht sein, oder? Besser kann es nicht sein. Und so muss das halt sein. Und jetzt machen wir das so, dass wir ohne King und Queen angreifen müssen. Ja, leider.
Der Angriff wird vielleicht nicht so gut. Die Dinger sind gleich fertig. Wir können hier auch schon mal nochmal Zauber durchknallen. Wir müssen gucken, wir brauchen 150.000. Der Plan ist nämlich, die Lavahunde ein Level hochzuschicken für 150.000 und dann instant das Universalbuch zu benutzen, damit wir die sofort fertig haben und unsere Lava-Loon-Angriffe stärker werden, ja. Weil die sind noch nicht so gut. Man merkt das auch, gerade wenn so ein gemaxter 10er oder gemaxter 11er da ist, dann tun sich die Lava-Hunde schwierig. Und deswegen suchen wir halt einen, der, ne, nicht so gut bestückt ist, was seine Base angeht, aber trotzdem viel Loot hat. Und dafür braucht man halt ein bisschen Zeit. Die nehmen wir uns natürlich, aber wir möchten natürlich nicht, dass ihr hier die ganze Zeit den Scheiß sehen müsst. Ja, also, dass wir hier Wolken suchen. Ich möchte das Video nämlich, wenn ich schon nur Angriffe mache, das wenigstens trotzdem interessant gestalten, okay? Deswegen machen wir zwischendurch einfach immer einen kleinen Break rein. Also, who cares? So haben wir aber wenigstens den Content, den wir im Video haben, auch sehen, ja? Und wie gesagt, Leute, gamesplanet.com wäre super, wenn ihr eure Spiele da kauft. Link ist auch wieder in der Videobeschreibung drin. Die Wochenendpromo geht halt noch heute Morgen. Und ich kann euch empfehlen, Binary Domain ist ein super Spiel. Ich weiß sogar noch, ich habe im Let's Play sogar geweint, weil das Spiel wirklich geil. Es ist wirklich sehr gut. Vielleicht ist es für die heutigen Verhältnisse ein bisschen cringy, ja. Aber für die früheren Verhältnisse war das Spiel sehr, sehr toll, muss ich ehrlich gestehen. Und ihr könnt auch mal reingucken. Ich spiele auch 4-3 mit dem lieben In Your Backjack, ja, mein Duo-Partner, was Let's Plays angeht. Mit dem spiele ich halt sehr, sehr gerne, weil wir ergänzen uns sehr gut, was so den Charakter angeht und so. Und deswegen liebe ihn heimlich, aber das sage ich jetzt nicht. Und das wäre halt ganz cool, so, wenn ihr euch das auch mal angucken würdet. Das ist halt ein bisschen schade, dass die so wenig Love kriegen, Leute. Es gibt nicht nur Clash of Clans, ne? Clash of Clans ist zwar auch nice, aber es gibt auch noch andere geile Games. Und dazu gehört halt einfach 4-3 und sowas. Müsst ihr mal, guckt mal in den Kanal rein. Auch Crash Bandicoot ist richtig cool. Ah ja, by the way, unser erster Inferno-Turm ist schon Level 4. Den hier fangen wir bald an. Und ich habe halt vor, wir haben zweimal Buch des Bounds. Der Trick ist ganz einfach. Das Ding hier, 10 Millionen anmachen. Zack, fertig mit Hammer, ja. Anmachen, 10 Millionen, zack, Hammer. Aber erst wenn das Ding hier auf 4 ist, dann machen wir das. Ist das Ereignis noch? Ja. Ich glaube sogar, ich mache mit meinem Sohn seinen Account nachher das noch fertig. Ich will das Ereignis eigentlich mit meinem Sohn seinen Account fertig machen, weil ich das doch sehr ziemlich gut finde, weil das free ist halt. Und wenn ich jetzt bald bei meinem Junior weitermache, was ich ja machen möchte, dann wäre Buch des Bounds eigentlich ganz cool. So, weil ich habe zwar die ganze Dev schon fertig und ich bräuchte das Buch des Bounds nicht, aber wenn ich die 9er halt bei ihm maxed habe, habe ich den Plan, auf 10 hochzugehen und nichts hinzustellen, außer das Labor umzubauen und dann zu forschen, dass ich mir wieder selber auch Einheiten spenden könnte. Wisst ihr, wie ich meine? So, weil ich denke immer so, ich will mich von niemandem abhängig machen im Clan. Das heißt, ich habe keine Lust zu warten. Deswegen habe ich ja immer eigene Accounts und spende mir dann immer selber, ne? Das ist es halt, aber das habe ich schon immer so. Ich möchte mich gar nicht daran gewöhnen, mich auf andere zu verlassen, ne, weil ich wurde im richtigen Leben zu oft enttäuscht, wenn man sich auf Leute verlassen hat. Das hat irgendwie nie hingehauen. Deswegen bin ich seitdem so als Kind, ne, seitdem ich jung bin, ich verlasse mich nur auf mich selber. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich das für mich selber schaffen. Und so kann ich auch nicht enttäuscht werden von jemand anderen, sondern nur von mir selber. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer ganz wichtig. So. Jetzt gucken wir mal. Wir schauen mal, ob wir einen finden. Wenn das zu lange dauert, was es ist, ja, es dauert zu lange. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder da. Ob der Angriff jetzt hier Fell schlägt oder nicht, ist in dem Fall egal. Der hat 800.000 und 7.000 Dunkles. Wir versuchen einfach ein bisschen was davon mitzunehmen. Und das machen wir einfach mit einem ganz normalen Angriff und gucken mal, wie weit wir da kommen. Der wird hier gefokust. Da packen wir hier mal ein paar Minions hin. Setzen hier die ersten Loots an. Und hier kommen dann die ersten Dinger rein. So, dann machen wir hier erstmal Eile. So. Hat einen Elektrodrachen drinne.
gucken wir mal, dass die durchgehen hier. Ja, sieht gut aus. Wir haben noch ein paar Minions, die wir reinklatschen. Ein paar Loons ziehen hier noch durch. Der Elektrodrache ist zwar da, der ist aber gefokust auf die Lavahunde, also von daher ist das alles in Ordnung. Die Minions hier hinten können ihre Arbeit verrichten. Das Haus, Alter, das schießt aber auch schnell. Aber wir kriegen hier noch ein bisschen Loot immer ab, ja. Wir haben schon ein bisschen was gekriegt. Mal gucken, wie viel noch die Minions hier unten schaffen, bevor der Elektrodrache die reacht. Wir haben halt nichts dabei, um den jetzt zu klatschen. Von daher müssen wir darauf hoffen, dass die Minions hier unten noch ein bisschen Damage machen. Hier noch ein bisschen Elixier bekommen. Wir haben einen Stern gekriegt. Ich meine, ne, gegen den Rathaus 12er. Der ist zwar totgerusht, was die Wände angeht. Und die Death ist auch nicht gerade das Nonplusultra. Oh mein Gott, jetzt prügeln sie sich mit dem da. Schade. Aber doch, wir haben 63%. Wir kriegen, glaube ich, 80% noch extra Loot. Ja, guck mal. Das hat sich mehr als gelohnt. Es hat sich einfach mehr als gelohnt. Wir haben 5000 Dunkles bekommen. Zucker. Ja. Wir haben 500.000. 700.000 fast. Ich meine, sowas nimmt man mit. Wäre natürlich geil, hätte ich meine Helden jetzt noch. Dann wäre das bestimmt ein 3-Sterne-Angriff gewesen. Aber wir können durch das Video einfach nicht warten. Und ich habe auch keine Lust, immer 40 Minuten oder 30 Minuten zu warten, bis ich wieder angreifen kann. Und einen Boost möchte ich jetzt nicht schmeißen. So. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, wir haben fett Loot gemacht. Und ich kann wieder starten. Das heißt, uns fehlt jetzt noch 6.000 Dunkles. Und dann können wir loslegen. Ich habe noch 2 Stunden 28 Zeit. Muss dann auch noch auf Winky warten, weil ich und Winky machen gerade in der letzten Zeit das immer zusammen. Also wir boosten gleichzeitig unsere Einheiten, dann sind wir im Teamspeak, quatschen, lachen ein bisschen und dann spenden wir uns immer gegenseitig. So kann man schneller farmen und so machen wir das halt die ganze Zeit. Das soll es aber für das Video gewesen sein. Ja. Es war auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessant. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Rathaus 10, 11, ich gewöhne mich langsam dran. Ich finde es trotzdem immer noch kacke. Ich gebe euch also meine Opportunity. Rathaus 10 und 9 sind die besten. 9, das einzige Problem bei 9 ist, die Helden brauchen sehr lange. Ja, man braucht extrem viel Dunkles. Ich glaube, da braucht man am meisten für. Rathaus 10 ist in meinen Augen das leichteste Rathaus, was Leveln angeht und den ganzen Kram, weil ich habe für Rathaus 9 Monate gebraucht und für Rathaus 10 zu maxen nur 6 Monate. Ne? Und da merkt man dann schon, Rathaus 10 ist ein bisschen flotter. Kann aber auch sein, dass die Clan-Spiele zu Rathaus 9 Zeiten kamen und wenn man dann in 11 reingeht oder in 10, dann ist das ein bisschen einfacher. Ja? Weiß man nicht, ist aber so. So, trotzdem nochmal hier, ganz am Ende, Leute, Weekend-Deal ist da. Gibt Teamspiele für 2 Euro. Man kann mit alles bezahlen. PaySafeCard, PayPal, Banküberweisung, Sofortüberweisung. Es gibt alles Mögliche an Zahlungs, ja. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, und ihr wisst ja, ja, versuche immer offen und ehrlich zu euch zu sein, dann kauft euch da was, ja. Ich verdiene damit so gut wie nichts, okay? Ich zeig das jetzt einfach, scheiß drauf. Wartet mal. Bin mal so frei. Ich zeig das jetzt. So. Also, das sind meine verkauften Spiele. Ja, hier habe ich eine Liste, das sehe ich halt. 4-2 wurde zweimal gekauft. Dafür erstmal danke. Neighbors from Hell wurde einmal gekauft. Black Mirror wurde einmal gekauft. 4-3 wurde zweimal gekauft. Kingdom Come Deliverance from the Ashes DLC wurde gekauft. Und das ist das, was ich verdient habe damit. Ja. Also, ich mache es nicht wegen des Geldes, wegen. Ich mache es einfach, damit die Zusammenarbeit mit meinem Spielesponsor weitergeht. Mehr will ich gar nicht. Deswegen gönnt euch da ein paar Spiele, wenn ihr Geld habt, ja, und eure Eltern das erlauben, ne, wenn es ein paar Jüngere sind und so. Ihr unterstützt mich damit. Ich sag danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Clash of Clans Video wieder. Tschüss, bis dann.